Hallo liebe Zuschauer, heute stellen wir euch Spiele vor für die Familie, die sie auf Reisen mitnehmen können. Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus. Jetzt sind wir bei den Spielen angekommen, bei den Reisespielen für Familien. Ideal für Familien, wo teilweise auch die Kinder mitspielen können. Man merkt, oder man wird nachher feststellen, das sind Spiele, die ideal in den Koffer passen, oder? Ja. Also nicht zu groß. Es gibt natürlich auch tolle Reisespiele, teilweise schwere, die super sind auf Reisen. Aber wir haben extra welche rausgesucht, die man auch gut in den Koffer reinbekommt, weil ich habe so viele Spiele, da habe ich echt überlegt, was nehme ich denn? Ich habe jetzt einfach ein paar rausgesucht und deswegen ideal für Familien auf Reisen. Und es sind natürlich auch einige Karten dabei. Und ich glaube, eine Top-Liste mit Karten muss ich auch mal machen, fällt mir gerade ein. Aber jetzt fangen wir an und die Alina gibt mir ein Spiel. Und es hat sich schon eingependelt. Ich habe circa eine Minute Zeit. Die Mama gibt hinten dran immer mal wieder ein Zeichen. Das heißt, ich muss mich jetzt beeilen. Ich weiß nicht, wer spielt. Das ist egal. Gib mir alle drei. Ja. Oh, nur eine Minute. Also, es wird knapp. So, Penny Papers in dem Fall. Das ist eine tolle Reihe. Und deswegen so eine Dreierreihe, die habe ich euch auch schon vorgestellt. Das ist eine schöne Reihe, wo man wirklich dann würfeln kann. Jeder hat ein Papier, notiert sich dann die einzelnen Zahlenwerte. Ich muss Zahlen reinbilden. Viele Punkte machen das Ganze natürlich auf einem Block. Richtig toll gemacht. Altersangabe, Alina, muss ich noch sagen. Sonst läuft die Zeit ab. Ab 7 Jahre. Da steht drauf 8 Jahre, 9 Jahre. Schaut euch mal die Reihe an. Das sind die richtig schönen Spiele für unterwegs. Steigen übrigens vom Schwierigkeitsgrad auch an. Und vom Cover finde ich es auch wirklich sehr schön. Also das sind einige. Ich mache es übrigens wieder in die Beschreibung rein. Ich habe einen Kommentar bekommen letztes Mal von einem Zuschauer. Der hat gesagt, macht es doch bitte mal als Kommentar rein. Beziehungsweise in die Beschreibung, welche Spiele ich vorstelle. Das mache ich jetzt. Und hier gibt es nähere Infos. So, die Minute läuft. Oh, jetzt ist sie weg. Aber, wie gesagt, separates Video. Die Alina gibt mir das nächste Spiel. Sonst suche ich mir eins aus. Ich habe schon ein paar im Blick. Was soll ich jetzt damit vorstellen? So viele Spiele. Ich glaube, ich habe wieder zu viel rausgesucht. Ah, so macht es. Ich habe gedacht, ich habe mich schon auf das oberste Spiel vorbereitet. Hanabi. Hanabi ist ein kooperatives Kartenspiel. Ab 8 Jahre, 2 bis 5 Spieler, 30 Minuten. Das Tolle an dem Spiel ist, und es war damals auch Spiel des Jahres. Man hat die Karten nicht so, dass man die Werte sieht. Nein, man hat sie auf der Rückseite. Das heißt, man sieht gar nichts und muss praktisch mit Hilfe der Karten, wo Feuerwerke drauf sind, ein großes Feuerwerk bauen. Das heißt, man legt Karten ab. Und wie lege ich die ab? Ich bekomme immer reihum Hinweise von dem Mitspieler, die mir natürlich sagen, du hast da die Farbe und da die Zahlen, aber ich weiß teilweise nicht genau, ist das jetzt die Farbe oder die Zahl. Das heißt, man muss sich Tipps geben, wenn man Fehler macht, wird aber Plättchen umgedreht und es gibt nicht so viele Plättchen. Das heißt, man gewinnt oder verliert gemeinsam. Ideal ist es aber, alle Karten auszuspielen und das sind 25 Punkte. So. Und die Mama hat schon das nächste Zeichen gegeben. Ja, wie gesagt, sonst würde das Video ja 2-3 Stunden gehen. Deswegen passt es. Oh, Wizard. Aus meiner Sicht übrigens, dass die Deluxe-Edition, wundert euch nicht. Da werden einfach die Stiche mit Hilfe solchen Silbermünzen dann angezeigt. Das ist toll. Deswegen liebe ich diese Edition. Das ist ein Stichspiel. Das heißt, ein tolles Stichspiel, was ihr spielen könnt. Jetzt muss ich schauen, ab 8 Jahre hätte ich jetzt gesagt. Ab 10 wird angegeben, mit 8-Jährigen können das je nachdem auch spielen. Für 3 bis 6 Spieler. Und sie sind toll. Und dauert ca. 30 Minuten. Bei diesem Spiel. Ja, das ist toll. Da kann man nämlich die Werte aufschreiben. Schau mal, da hat man nämlich einen Block. Und wie läuft das Ganze ab? Am Anfang hat man nur eine Karte, muss dann tippen, mache ich einen Stich. In der nächsten Runde bekommt jeder 2. Und das ist das Aufsteigen. Spielen. Genau, das ist toll. Dann bekommt man 2 Karten, es wird wieder gewettet um die Stiche, 3 Karten, 4 Karten und so weiter. Das ist echt ein tolles Stichspiel, zählt aus meiner Sicht zu den Top-Stichspielen. Durchaus einfache Regeln und in einer tollen Box natürlich. Ihr könnt natürlich auch eine Standardbox nehmen, aber da wir es so oft spielen... Stopp. Ja. Oh, die ist heute konsequent. Krass kariert.
Naja, der Name ist sehr ungewöhnlich, das Cover gefällt mir gar nicht. Es ist ab 10 Jahre, 3 bis 5 Spieler und ist ein Spiel, was ich euch auch vorgestellt habe. Und das Kartenspiel hat mich positiv überrascht. Das ist ein super Reisespiel. Die erste Runde ist noch etwas holprig, weil man weiß gar nicht, wie man die Karten, ja, da sind noch Chips dabei, wie man die Karten ausspielen soll. Da ist ein Chips drauf. Oh, da war wahrscheinlich einer zu viel, deswegen habe ich den rausgelegt. Aber wichtig, ihr braucht die Karten. Ihr könnt auch die Karten nur so mitnehmen. Das ist ein tolles, schnelles oder Kartenspiel. Papa, ja? Der war innen weiß und die anderen Chips nicht. Weiß ich nicht. Aber guck, Papa, der. Ich muss aber noch was über das Spiel sagen, oder? Außer, dass ich es absolut empfehlen kann und dass die Mama jetzt schon mir das Zeichen gibt, die Zeit ist rum. Das heißt, ich nehme mir einfach ein neues. Nein. Nein, dann musst du aber, dann musst ja. du, ach so, okay, jetzt kommt das nächste Spiel, aber wie gesagt, ich habe ein Video drüber gemacht, kann ich empfehlen, das könnt ihr so holen, erste Partie ist nur etwas schwierig. So, was kommt als nächstes Spiel? Oh, Dackel drauf, Deckel drauf, der Elias, mit dem habe ich schon gespielt, ist ein lustiges Spiel, weil, schon, mach mal, genau, mach mal auf, die Alina kann reinschauen, das sind Würfel, die werden im Deckel gewürfelt. Und ein Spieler macht irgendwann den Deckel drauf, den Dackel drauf oder wie auch immer. Ihr wisst schon, was ich meine. So, und jeder hat Karten auf der Hand und muss mit Hilfe der Karten dann immer reihum ausspielen. Eine Karte. Die, welche? Oder? Genau, das sind die Tierkarten. Schau mal, die Würfel, die können wir ganz kurz zeigen. So viel Zeit muss sein. So, und dann muss man reihum. Ich kann das aber schnell machen. Ich kann die okay. Und dann muss man nämlich Karten ausspielen, reihum und tippen, welche Würfel wohl noch dabei sind. Ziel ist es nämlich, seine Karten loszuwerden. Und jeder hat quasi sein gleiches Kartenset. Das Ganze ist ab 8 Jahre für 2 bis 5 Spieler. 20 Minuten ist ein tolles Spiel. Wundere mich gar nicht, dass es so gar nicht so im Gespräch ist, weil das Spiel aus dem Hause Ravensburg, das kann ich echt empfehlen, wer Würfelspiele mag. Die Alina überlegt schon. Die überlegt. Stopp! Das war jetzt das Zeichen. Au. So, nächstes Spiel. Oh, ich habe viel zu viel rausgesucht, aber ihr habt da auf jeden Fall eine bunte Auswahl. So. Welches jetzt? Das muss ich jetzt. Ja, ich habe zu viel rausgesucht. Ich merke schon. Alles gute Spiele, tolle Spiele. So, ich will es aber noch den Zuschauern zeigen. Oh, Skyo habe ich rausgesucht, weil es ist ein tolles Kartenspiel. Es ist für 2 bis 8 Spieler. Hätte ich fast in die Liste packen müssen mit Spielern, wenn man mit mehr Spielern spielt. Da will ich auch noch was machen. Ab 8 Jahre, 30 Minuten habe ich euch auch schon einzeln vorgestellt. Das Spiel macht süchtig. Ich würde mal sagen, 90% aller Mitspieler haben sich es bei mir anschließend gekauft. Es sieht komisch aus vom Cover. Zeugt jetzt bei mir auch nicht gerade für Begeisterung, aber das Spiel ist super schnell, auch super zu zweit spielbar und zu dritt. Oh, da gibt's Zahlen. Gibt sehr viele Zahlen werden. Ich habe eine Auslage, die ich dann vor mir habe und versuche möglichst in der Auslage niedrige Werte vorzuhalten, weil irgendwann werden alle Karten aufgedeckt und dann wird gezählt. Ich kann allerdings auch Spalten vernichten quasi, wenn sie den gleichen Wert haben. Hat also einige taktische Finessen und ist ein wirklich sehr gutes Familienkartenspiel, was ich wirklich empfehlen kann. Aber gegebenenfalls schaut mal ins Video. So, ich glaube, ich habe jetzt schon 2 Minuten erzählt. Das heißt, ich nehme die nächste Box. Nein, ich suche mir die. Die Alina ist natürlich immer fasziniert, weil manche Spiele kennt sie noch gar nicht groß. Sie hilft mir, wie gesagt, und will natürlich immer das Material sehen. Ist ja verständlich bei so vielen Spielen. Bei den Kinderspielen weiß sie ja Bescheid, aber bei den anderen Spielen, da ist sie natürlich neugierig, ist ja ganz normal. So, jetzt will ich es aber erst den Zuschauern mal zeigen, Alina. Bermuda. Bermuda darf man nämlich eigentlich gar nicht reden. Bermuda ist ein Kartenspiel ab 10 Jahre, wo gar nichts aufgeht. Doch, jetzt geht's auf. Ich zeig's euch nochmal aus dem Hause hoch. Für 3 bis 6 Spieler. Ideal zu dritt, zu viert, glaube ich. Das kenne ich noch gar nicht. Nein, weißt du, warum du das nicht kennst? In diesem Spiel muss man die Luft anhalten. Und in der Zeit spielt man Karten aus. Man spielt quasi gegen einen Gegner, der natürlich auch Kartenwerte bekommen will, möglichst hohe Werte. Und man versucht durch Ausspielen von Karten gegen diese... Was ist das? Das? Das ist da drin. Ah, das kennst du. Das ist bei meisten Spielen drin. Das schützt nämlich vor Feuchtigkeit. Das ist nämlich noch drin. Weil, gerade wenn man auf Reisen geht... Und wie sieht das aus? Nein, das lässt man zu. Und wie sieht das überhaupt aus? Ah, das lässt man zu, wegen der Feuchtigkeit. Aber ich weiß nicht, wie es aussieht. So, die Uhrzeit, aber ich sag noch ein bisschen was dazu. Man spielt Karten aus und wenn man hält gleichzeitig die Luft an. Und der Spieler, der als erstes
ausatmet, dann ist die Runde vorbei. Und dann müsst ihr schauen, dass ihr auf jeden Fall die Kartenvorgaben erfüllt bekommt. Hier kommen sie hin. Ja, du hast auch länger gebraucht, habe ich auch ein bisschen mehr Zeit. So, Heckmeck. Heckmeck am Bratwurmeck. Ich glaube, das kennt doch jetzt hoffentlich jeder, oder? Ja, und zwar die Junior-Version, die habe ich bei der Kinder, beim Kindervideo. Genau, wegen den Bakelitsteinen heißen sie, glaube ich. Also ist ein wirklich tolles Würfelspiel. Gibt es auch die Junior-Version, wenn ihr jüngere Kinder dabei habt. Nehmt die Junior-Version mit, wenn Erwachsene, nehmt die große Version mit. Das Ganze ist ab 8 Jahre 2 bis 7 Spieler, 20, 30 Minuten. 7 ist schon hochgegriffen. Ich würde mal sagen, zu 2, zu 3, zu 4, super. 5 wird schon grenzwertig. Funktioniert, ist natürlich der Glücksfaktor hoch. Hier geht es darum, natürlich so eine Reihe von Würmer, von diesen Steinen, wo Werte drauf sind. Und da wird gewürfelt. Und man muss natürlich, da sind sogar solche Würmer. Die sind genau, die sind bei der Junior-Version auch dabei. Und wie gesagt, ich habe gleich hohe Stapel. Genau, und das ist ein schnelles Würfelspiel mit Würmern, mit Werten, wo natürlich über mehrere Runden geht. Schaut euch mal das an. Ich glaube, das Große stelle ich euch auf jeden Fall auch vor. Stopp! Ja. So. Eigentlich, ich habe mir überlegt, nehme ich es mit rein, aber da viele sagen, ganz schön clever, ist aktuell nominiert zum Kennerspiel des Jahres. Und viele sagen, es ist ein Familienspiel. Mhm. Wenn man es oft gespielt hat, kann man es sicherlich als Familienspiel bezeichnen. Allerdings die Einstiegshürde ist etwas höher und daraufhin ist es wahrscheinlich auch auf dieser Liste Kennerspiel und des Jahres 2018. Das ist ein großer, großer Block. Genau. Und das ist natürlich etwas taktisch raffinierter gemacht. Und 1 bis 4 Spieler ist ein tolles Zwei-Personen-Spiel auch. Ab 8 Jahre 30 Minuten. Ja. Es geht darum natürlich hier, oder haben wir noch ein Blatt, durch das Würfeln verschiedene Werte durchzustreichen, möglichst viele Punkte zu generieren. Und dank des großen Blocks kann man hier wirklich sehr viele Partien spielen, was wirklich sehr viel Spaß macht. Und wie gesagt, aus meiner Sicht, wenn man es oft gespielt hat, ein Familienspiel ist. Aus dem Hause Schmidt. Muss man auch mal deutlich sagen. So, deutliches Zeichen. Das kenne ich wohl nicht. Nein, das kennst du auch nicht. Oh, was wir noch alles irgendwann spielen müssen. Der Elias kennt es nämlich schon. Zoloretto. Zoloretto, ich glaube, das große Zoloretto, das stelle ich euch auch irgendwann vor, was ich alles noch vorstellen will. Aber es ist eines der Top-Kinderspiele, Top-Kinderfamilienspiele. Das Ganze gibt es auch als Würfelversion. Papa, was tut man da? Da, genau, da hat man, führt man quasi einen Tierpark. Und warum heißt das Ganze Würfelspiel Zoloretto? In dem Fall Trio. Den bauen wir, weil da sind Blöcke drin. In dem Fall gibt es 3 verschiedene Blöcke. Es gibt 3 Szenarien, die ihr spielen könnt. Und ihr müsst versuchen, die passenden Tiere in die passenden Gehege zu bekommen, weil dafür gibt es Punkte. Wie beim großen Spiel, nur hier kommen Würfel zum Einsatz. Man hat Münzen, wo man sein Gehege ausbauen kann. Und dank der 3 unterschiedlichen Blöcke ist das Ganze natürlich auch sehr variabel, schnell gespielt. Und Altersangabe ist, steht da auf der Seite gar nicht drauf, da muss ich unten schauen, Alina. Und die Zeit ist fast abgelaufen. Hey, du machst aber alles muss mal kaputt. Schauen. Ja, kannst du gleich reinmachen. Ab 7 Jahre 2 bis 4 Spieler, 15 Minuten. Und man merkt, ein schnelles Spiel. Meine Zeit ist rum. Ich kann aber noch weiter erzählen, weil die Alina noch die Würfel richtet. Also ein schnelles Spiel. Und dank der 3 unterschiedlichen Blöcke könnt ihr einen Block nach dem anderen spielen. Das heißt, ihr könnt praktisch 3 unterschiedliche Partien absolvieren. Und vielleicht bekommt der eine oder andere ja Lust, aufgrund des Würfelspiels nach dem großen Spiel zu schauen. Deswegen schaue ich schon rüber, wo es natürlich auch etliche Erweiterungen gibt. Es gibt sogar das Ganze mit Aquaretto, mit einem Wasserpark oder Zoloretto, das große mit dem Zoospiel. So, die Alina baut, das heißt, ich nehme das nächste Spiel. Nein, ich suche mir jetzt, ja, du bist das hier. Okay. Memoir. Memoir stand auf der Empfehlungsliste Familienspiel des Jahres 2018. Man kann sowohl mit Familien, aber auch mit Kindern super spielen. Ja, aber ich will noch was kurz sagen. Es ist, steht drauf, ab 6 Jahre. Die Empfehlung ist teilweise ab 8 Jahre. Ich sage nach wie vor, steht 6 drauf und ist auch perfekt ab 6 Jahre spielbar. Papa, das kenne ich. Ja, das kennst du. Und weißt du, warum das kennst? Das haben wir schon gefilmt. Schon eine Weile her. Wir haben ja so viele Spiele, aber das ist ein Spiel, wo man super mit Familien spielen kann. 2 bis 4 Spieler, genau. 10, 20 Minuten. Ist so ein Memo-Prinzip, wo ich Karten aufdecken muss. Und zwar
wenn ich eine Karte habe mit einer Farbe, muss ich die nächste Karte muss entweder die gleiche Farbe haben oder das gleiche Tier haben. Und so kommt es total in Schwankungen und man muss sich die Karten merken, weil die natürlich immer umgedreht werden. Also wirklich ein tolles Spiel. Wie gesagt, es gab zwei Cover. Das ist, glaube ich, das neue Cover. Gefällt mir auch wirklich gut. Ist ein tolles Familienspiel, wo die Kinder natürlich auch super mitspielen können. So, jetzt habe ich aber einen super Punkt gefunden. Was kommt jetzt als nächstes? So viel ist nicht mehr, keine Sorge. Ich habe zu viel rausgelegt, oder? Was nehmen wir jetzt? Schieb's rüber. Papa muss aber noch ein paar Angaben sagen. Ich muss schnell hoch. Ja, ganz kurz zeigen wir es nochmal. 1 bis 6 Spieler, 20 Minuten ab 8 Jahre in dem Fall. So, und ich habe euch vorhin ja das andere gezeigt, wo haben wir es? Ganz schön clever. Das ist so der Vorgänger, so kann man sagen. Sieht auch grafisch ähnlich aus. Das mit ist aber vielen jetzt Stiften. An Familie und hier funktioniert ähnlich. Das heißt, darf ich mal ganz kurz? Wir haben hier einen Block, wo die Werte eingetragen werden, und durchgestrichen. Viele Stifte. Und die Stifte sind dabei natürlich. Aber ganz viele. Genau, wo es auch darum geht, viele Punkte zu generieren durch die Würfel. Man würfelt, man streicht dann Kästchen ab, je nach Vorgabe. Geht recht schnell. Das ist so Familienspiel. Wenn ihr das ganz schön clever noch nicht kennt, sagt, oh, wir wissen nicht, ob das zu schwer ist, dann fangt erst einmal mit nochmal an und dann könnt ihr immer noch sagen, hey, das Spiel wollen wir nochmal spielen, nochmal spielen, nochmal spielen und jetzt wollen wir was anderes spielen, dann könnt ihr auch zu ganz schön clever greifen, weil dann habt ihr auf jeden Fall genug Erfahrung für Stopp. Das andere Spiel. Stopp! Ja! So schwer. Ah! Haha, Illusion. Illusion, 2 bis 5 Spieler ab 8 Jahre. Und was sagt die Alina? Das kenne ich. Genau, weil ich habe es extra mit reingenommen. Funktioniert am besten mit Kindern. Wobei, ich habe auch ein Video dazu gemacht, wo ich auch Sequenzen von Erwachsenen eingeblendet habe. Das ist ein schnelles Spiel, wo es darum geht, hol mal ein paar Karten raus, das zeigen wir mal ganz kurz, wo es darum geht, Karten aneinander zu legen und abzuschätzen. Es wird eine Farbe vorgegeben und dann abzuschätzen. Die neue Karte, ist da dann weniger drauf oder mehr drauf? Man sieht hier die Karten in dem Fall. Zeig noch mal ein paar Karten, wo drunter sind. Die Zeit haben wir, jetzt kriegen wir eine Minute mehr auf jeden Fall. Da haben wir ein paar Karten, wo man dann abschätzen muss, wenn eine weitere Karte angelegt wird, ist da jetzt mehr rot zum Beispiel oder weniger oder kommt die Karte dazwischen? Und die Lösung befindet sich auch auf der Rückseite mit den Prozentangaben. Das ist ein schönes Spiel, wo die Kinder natürlich auch schon mitspielen können, abschätzen können. Ist da jetzt mehr Farbe drauf, weniger ist es eher dazwischen. Und man muss sich vorstellen, wenn mal mehrere Karten anliegen, das ganz schön schwer wird. Und das Ganze ist recht flott, weil man kann entweder eine Karte anlegen oder man sagt, nein, die Kartenreihenfolge von den Farben, die stimmt jetzt nicht. Das passt nicht und dann wird es kontrolliert. Und je nachdem, liegt man richtig oder falsch, bekommt dann diese Farbkarte oder auch nicht. Genau. Und das Ganze, Stopp. Wie gesagt, ab 8 Jahre könnt ihr auch mit 6-Jährigen schon super spielen. Das Spiel muss ich euch noch vorstellen. Ich habe erst überlegt, ich mache es in dem Bereich Partyspiele, weil es war, ich bin immer gern bei Kickstarter unterwegs, ein sehr erfolgreicher Kickstarter, Exploding Kittens. Ab 7 Jahre bis 2 bis 5 Spieler. So, das Spiel geht auch recht schnell. Das kann nach 2 Minuten schon fertig sein. Was tut man da, Papi? Man zieht Karten und wenn man die explodierende Karte zieht, bumm, dann hat man verloren. Man hat allerdings ein gewisses Grundset an Karten auf der Hand. Ist ein Fun-Spiel, ein schnelles Spiel. Übrigens, die Anleitung ist super lustig geschrieben, sehr übersichtlich. Da kommt ihr auf jeden Fall schnell rein. Wer sowas sucht, wenn man sagt, hey, wir sind ein lustiger Abend, vielleicht sitzt noch der 8-jährige Sohn oder die Tochter dabei oder 7, ist ja ab 7 angegeben. Ein bisschen lesen muss man nämlich können, ganz wichtig bei dem Spiel. Wobei die Kinder sich mittlerweile auch die Illustration merken und dann recht flott dabei sind. Aber es ist ein Fun-Spiel. Es ist schnell gespielt, schnell erklärt, macht Laune. Vorsicht, kann man je nachdem auch den ganzen Abend spielen. Also ist durchaus gefährlich, das Spiel. Aber wie gesagt, warum auch gefährlich? Weil das so lustig ist. Es kann super Runden gehen, es kann langweilige Runden gehen, je nachdem, wie man Karten zieht. Aber das ist toll. Das zeige ich euch noch in einem separaten Video. Mal schauen mit Elias. Der ist ja 6 Jahre. Man muss ja ein bisschen lesen können. Stopp! Aber er merkt sich natürlich die Illustration. Ja, du hast ja weiter ausgeguckt. Dann kann ich noch weiter erzählen, solange sie das Kartenspiel hat. Tolle, lustige Illustration. Schaut es euch auf jeden Fall mal an. Oh, ich hoffe, jetzt habt ihr nicht zu viel auf der Liste, aber es sind echt tolle Spiele. Ideal handlich natürlich Stopp. Für den Koffer, für die Tasche. Stopp! Okay.
kannst du ohne mich erzählen. Okay. Quirke, damaliges Spiel des Jahres. Das ist, schau mal, wo haben wir es? Hier, guck mal hier. Siehst du es? Genau. Ja, da. Und das ist die Reiseversion, das heißt für unterwegs. Hier legt man Chips an, das Ganze, oh, ich habe mehr Zeit, ab 6 Jahre in dem Fall. Kommst du wieder? Stopp. Nein, noch nicht stopp. Die schaut schon weiter. 2 bis 4 Spieler, 30 Minuten, meine Zeit läuft weiterhin. So, es werden hier solche Marker ausgelegt. Und da geht es darum, weitere Marker anzulegen, dafür Punkte zu generieren, die Farben zu beachten, die Symbole zu beachten. Also eine Menge an Möglichkeiten. Und gerade wenn ihr auf Reisen geht, könnt ihr diese Reiseedition mitnehmen. Da habt ihr auf jeden Fall sehr viel Spaß. Wenn ihr sagt, oh, das ist mir ein bisschen zu klein, da will ich doch die größere. In dem Quirkel ist, glaube ich, ein Säckchen dabei. Muss ich nochmal schauen. Ich glaube, es ist ein Säckchen dabei. Da könnt ihr auch nur das Säckchen mitnehmen. Das ist etwa so. Ansonsten. Und das ist ein super Reispackung. Genau, ist ein Reisespiel. Die Minute ist wahrscheinlich schon längst abgelaufen. Aber ja. Wie gesagt, kommt auch noch. Quirkel gibt es auch als Star Wars Edition, wenn der eine oder andere sagt, wow, ich will jetzt auch mal was anderes spielen. Da gibt es verschiedene Editionen. Da ist der Elias schon ganz scharf drauf. Das habe ich mit ihm gespielt. Stopp! Vor 5 Jahre? Ja, war Stopp! Ich. Aber ab 6 Jahre. Aber das kommt. Stopp! Okay. Ja. Jetzt wird's lustig. Cortex. Ja, ich kenn das nicht. Sag mir, wie es geht. Ihr merkt schon. Cortex habe ich euch schon ganz viele Sachen vorgestellt. So, Cortex geht's darum, man lernt sehr viel. Man hat sehr viel Spaß mit der Familie. Und, schau mal, jetzt muss ich das Besondere zeigen an der Edition. Ich kenn's noch nicht. Nein, aber... Die Karten davon krieg ich. Die krieg ich. Weil, bei Cortex geht's darum, leg mal eine Karte aus. Leg mal einfach eine Karte aus. So, hier in dem Fall gibt es verschiedene Aufgaben, die man erfüllen muss. In dem Fall Schere, Stein, Papier. Was fehlt? Wie schlägt man die Karte? So, was haben wir hier natürlich? Welche Muster passen? Oder hier fängt man an bei der Karte, geht zum nächsten. Was bleibt übrig? Schnelligkeit ist gefragt. Bei diesem super Spiel auch Lernspiel. Und jetzt kommt es. Moment, ich muss mal schauen. Riech mal. Erdbeere. Das habe ich schon, das habe ich letztes Jahr bei ein paar Spielen gesehen. Das ist richtig cool. Schaut mal, Moment. Riech mal, was ist das? Das ist Pizza. Riecht nach Pizza. Und was haben wir hier? Oh, gucken mal, eine Karte noch hier bekommen. Oh, hier, guck mal, das riecht nach Wald, oder? So, es gibt Karten, da werden die hier gemischt. Und dann muss ein Spieler quasi die Augen zumachen und muss riechen und muss überlegen, was es könnte sein. Man kann hier leicht aufkratzen. Das aber ist der Duftstoff dahinter. Ja, wenn wir spielen. Das weißt du, aber du weißt nicht, welche Karte ich habe und der Spieler muss es erraten. Das ist so toll, das stellen wir euch auf jeden Fall noch vor. Schaut mal die Cortex-Reihe schaut mal rein auf jeden Fall. Eine Reihe ab 5, 6 Jahre, geht hoch bis 9 Jahre, gibt es für alle möglichen Altersgruppen. Ich glaube, ich habe euch schon fast alle vorgestellt. Cortex in dem Fall 3, die neue Reihe, ist wirklich toll. Das Ganze ist hier empfohlen ab 8 Jahre, 2 bis 6 Spieler, 15 Minuten, ist ein Hektikspiel. Da geht es natürlich darum, wer erkennt es sofort, was die Aufgabe der Karte ist, sagt die Zahl, sagt das Wort, sagt die Farbe und der bekommt die Karte. Und so spielt man praktisch die Karten runter. Ich will dort. Okay, und ich stelle dann das nächste Spiel vor. Ich glaube, wir haben schon. Ich bin im Gras. Ja, zeig mal das Gras in die Kamera. So, wir haben schon 5 Minuten jetzt verbracht. Riech mal Blätter. Okay, willst du mir das nächste Spiel geben? Und riech mal die Blumen. Dann kann ich ja noch ein bisschen erklären. Die Alina riech mal Blumen. Oh, Lavendel. So, und? Und riech mal Käse. Habe ich schon alles. Das glaube ich Seife. Sieht aber aus wie Käse. Riech mal Blume. Ja, wollen wir zum nächsten Spiel übergehen? Ich habe extra die Alina übrigens genommen, weil ich gedacht habe, mit der Alina geht es schneller. Der Elias ist nämlich unterwegs. Aber ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich. Aber ich kann noch was dazu sagen. Man muss nämlich 2 gleiche Aufgabenkarten sammeln. Dann bekommt man so einen Punktechips, so einen Gehirnchip nennt sich das. Und 4 Chips brauche ich, um das Spiel zu gewinnen. Also man braucht nicht den ganzen Stapel durchspielen, das kann man natürlich auch machen. Aber wie gesagt, ein schnelles Spiel. Schaut euch die Reihe mal an. Da habe ich sehr positives Echo bekommen, auch von Eltern und Pädagogen zu diesem Spiel. Kam also super an, also schaut euch die Reihe mal an. Ich glaube, das Riechspiel stelle ich auf jeden Fall noch vor. Ja, aber du hast ja auch lang gebraucht. So, da kannst du mir beide Boxen geben. Die sind nämlich leer.
Genau. Ja, super, dass sie Alina das relativ am Schluss. Exit-Spiele für den Urlaub. Ich glaube, ich brauche nichts dazu sagen. Genau, super. So, ich will ja nichts spoilern. Das heißt, ich habe schon die Edition vor. Ein kooperatives Spiel. Ihr braucht nicht die Anleitung lesen. Ihr packt es aus, wenn ihr abends schön gemütlich zusammensitzt. Zu zweit, zu dritt, zu viert. Ideal zu dritt natürlich. Könnt auch zu zweit spielen, aber zu dritt ist doch ein Tick besser. Verschiedene Rätsel warten hier auf euch. Ihr müsst die relativ schnell lösen. Ihr habt keine Zeitvorgabe, aber umso schneller ihr seid, umso höher fällt eure positive Bewertung aus. Ist richtig cool. Da habe ich euch schon viele Spiele vorgestellt. Gesellt sich an diese Reihe der Escape-Spiele, Deckscape-Spiele, was heißt das? Unlock, ich muss nämlich schon schielen, da liegen nämlich die anderen Boxen, habe ich euch schon vorgestellt, aber solche handlichen Boxen sind ideal für den Urlaub und das Spiel müsst ihr quasi ja nicht mehr mit heimnehmen, weil ihr könnt es nur einmalig spielen und dann ist rum. Aber Suchtgefahr, Vorsicht, aber wirklich toll, weil gerade wenn man sagt, oh, ich habe jetzt keine Lust auf die Anleitung, man will gleich anfangen, dann sind die Boxen ideal. Stopp! So, jetzt haben wir noch ein Spiel, The Mind. The Mind ist nominiert zum Spiel des Jahres. Genau, die Alina macht schon Feierabend. Dann kann ich meinen Spruch nachher alleine sagen. Nein, okay, da komme ich wieder, weil ich bleib hier unten. Okay, dann erkläre ich es ganz kurz, eine Minute habe ich. So, bei The Mind geht es ja darum, man hat ja hier die einzelnen Kartenwerte. Und The Mind, aus dem Gedächtnis heraus Karten auszuspielen, aufsteigend auszuspielen, zu überlegen, welche Karten könnte der Mitspieler haben. Das heißt, es ist eine ganz seltsame, spannende Atmosphäre, die hier aufkommt. Aber es ist ein Spiel, wie gesagt, ab 8 Jahre 2 bis 4 Spieler, was nicht jedem gefällt. Das polarisiert ein bisschen. Je nach Gruppe spiele ich es wahnsinnig gerne, weil es einfach so ein Spiel ist, wo recht selten vorkommt, oder wo man wirklich selten auf dem Tisch hat, wo sehr ungewöhnlich ist, aber spannend ist. Und das habe ich euch schon vorgestellt. Deswegen brauche ich gar nicht allzu viel sagen. Schaut mal in das Video rein. Wie gesagt, wer genau solche Spiele sucht, wo man sagt, wir haben so viele Spiele, wir suchen mal was anderes, der sollte sich The Mind auf jeden Fall mal anschauen. Das waren jetzt Reisespiele, ideal für die Tasche. Ich hätte noch bei weitem mehr auf den Tisch legen können. Vielleicht habt ihr noch ein paar Tipps und Hinweise. Schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Ich kenne auch noch nicht alles, auch wenn ich sehr viele Spiele mittlerweile kenne. Aber ich bin natürlich auch immer interessiert an neuen, aber auch an alten Spielen. Und der eine oder andere packt ja vielleicht auch das klassische Mau Mau ein, was natürlich auch ein super Spiel ist. Und es gibt ja viele, wo man natürlich als Klassiker auch dazu zählen muss, die ich jetzt hier nicht dabei habe. Aber es sind auch hier, wie gesagt, bei der Reihe ein paar alte, aber auch neue Spiele dabei. So, die Alina ist schon weg. Das heißt, ich kann den Satz alleine sagen. Wenn es euch gefallen hat, dann gibt uns ein Daumen. Von meiner Seite sage ich auch tschüss, macht's gut und schönen Urlaub allen, oder? Was wünschen wir? Schönen Urlaub, bei uns geht's ja schon eine Weile. Ansonsten, Centerpark steht natürlich wieder an. Legoland waren wir schon. Ich war unter dem Tisch. Was du alles machst. Ich war unter dem Stuhl. Okay, ich glaube, nächstes Mal vielleicht wieder mit Melias. Schauen wir einfach mal. Ich habe gedacht, ich stelle es nicht alleine vor. Und wenn es euch gefallen hat, dann gibt es einen Daumen hoch und ein Abo für meine Daumen. Tschüss, macht's gut, bis bald. Bye, bye. Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus.